Hallo, du bist beim Golfen mit Freude. Danke, dass du dabei bist. Ich möchte dir ab heute in den nächsten 5 Tagen Tipps geben und Übungen geben, damit du mal richtig in Schwung kommst im Bereich des kurzen Spiels. So mache unbedingt diese 5 Tage mit. Versuche dann anschließend auf deine Range zu gehen und das zu trainieren. So, heute geht's los mit einem so wichtigen Schlag, den du immer wieder brauchen wirst, und das ist dieser Chip ums Grün herum. Ich schlage vor, dass du dieses Jahr noch, wenn der Ball nicht auf dem Grün liegt, dass du nur diesen Schlag machst. Wenn du Turnier spielst oder eine RPR-Runde, dann kannst du gerne vom Vorgrün putten, aber ansonsten Chip nur vom Vorgrün. So, wie genau du das machen solltest, sieht so aus. Ich bin ein großer Fan von Eisen 9. Nimm einen Schläger mit wenig Loft. So, wenn du nicht 9 hast oder spielst, kannst du gerne auch ein Eisen 8 nehmen oder sogar ein Eisen 7. Dann beim Stand. Und merk dir bitte diesen Satz. Du kannst nicht nah genug am Ball stehen. Jeden Tag muss ich meinen Schüler erinnern, dass sie näher am Ball stehen sollten. Das ist für viele Leute sehr, sehr komisch, so am Ball zu stehen und so zu chippen. Sie wollen viel lieber so stehen. Aber dann sehe ich keinen Unterschied zwischen dem Chipschlag und dem normalen Schlag. Und das Problem mit dem weit weg vom Ball stehen ist, dass du automatisch zu sehr um deinen Körper schwingst. Wenn du nah stehst, schau mal, was jetzt passiert. Ich hole zu dir aus und was macht der Schläger? Der Schläger kommt wieder zurück zum Ausgangspunkt automatisch. Und wenn ich so stehe und den Ball anspreche, was berührt den Boden? Die Spitze berührt den Boden. Okay, das ist gut. Wenn die Spitze den Boden berührt, dann weißt du, dass dein Schaft aufrecht genug ist. Ich möchte einfach, dass der Schläger den gleichen Leihwinkel hat wie ein Putter. Ich möchte aber den nächsten Ball ein bisschen näher bekommen. Ein bisschen konzentrieren muss ich mich. Und dann erkläre ich weiter. Jetzt geh ins Loch. So, du siehst, mit diesem Schlag kannst du den Ball richtig nah ans Loch bekommen. Mit diesem Schlag könntest du sogar einlochen. Stell dir mal vor, was dein Flightpartner dann sagen würden. Aufrecht muss der, oder senkrecht muss der Schaft sein. Nah am Ball musst du stehen. Der Ball liegt in der Mitte der Füße. Das vordere Bein kannst du gerne belasten. Und dann, von der Bewegung hier, ist es wirklich eine Pendelbewegung wie beim Putten. Das heißt, die Schulter müssen ja viel machen. Hier gibt es keine Verlagerung wirklich. Es ist nur eine Puttbewegung und natürlich ohne Handgelenk. Wenn du die Schulter zu steif lässt, dann passiert das. Guck mal, meine Schulter sind stehen geblieben. Das ist doch furchtbar. Dann toppe ich den Ball. So, stattdessen bewegt die Schulter in beide Richtungen und dann sind die Arme und Schaft eine Linie, die ganze Zeit. So, ich chippe jetzt auf verschiedene Fahnen und das musst du bitte auch tun, um deine Dosierung zu üben. Und wenn ich chippe, schau bitte, wo der aufkommt und wie er ausrollt. Also mein Ball ist hier aufgekommen und ist ein ganzes Stück zum Loch gerollt. Das bedeutet, der Ball muss flach fliegen. Ich mache mir einen Schlag nach dieses Loch. So, diesmal loche ich ein. Oh ja, nicht vergessen, das Grün zu lesen. Da ist ein bisschen Break von rechts nach links, denke ich hier. Ich ziele auf die rechte Kante. Ich denke einlochen und ich stelle mir vor, ich habe ein Putter in der Hand. Okay. So, geh rein. Kein Break. Es ist so ein sicherer Schlag,
den wirst du so oft während der Runde brauchen, mindestens 7-8 Mal. Das machst du bitte für alles innerhalb 20 Meter von der Fahne. Beim nächsten Video werden wir den Chip and Run trainieren. Also das ist, wenn man 20 bis 40 Meter vom Loch ist, da wo man den Ball flach spielen möchte, vor dem Grün landen lassen möchte und ausrollen möchte. Das ist sehr wichtig, vor allem bei dieser trockenen Bedingung, die wir zurzeit haben. Ich sehe dich wieder morgen, wenn es geht, auf dem Golfplatz oder im Garten kannst du diesen Chip-Putt trainieren, den ich heute dir gezeigt habe. Tschüss!